kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, Tagesordnungspunkt 9. Und auch hier haben wir erstens einen Einreicher. Vielleicht ist das auch kombinierbar mit dem Ersetzungsantrag, dass der zunächst vorgestellt wird. Ich sehe Nicken. Wer übernimmt dieses? Bitte schön, Herr Drews. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auch am Stream. Das Alkoholverkaufsverbot in der Neustadt ist gescheitert. Das ist das klare Fazit, was man ziehen muss, wenn man sich die letzten 9 Jahre, die das gegolten hat, anschaut. Auch wenn ich damals noch nicht hier im Stadtrat saß, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie 2006, 2007 insbesondere die CDU dieses Mittel als Allheilmittel für die Neustadt gepriesen hat. Mehr Sicherheit sollte es geben, mehr Sauberkeit, weniger Lärm und eine wesentlich bessere Aufenthaltsqualität. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie war die Situation 2006, 2007 in der Dresdner Neustadt und worüber diskutieren wir denn in diesem Bereich heute, dann muss ich feststellen, bei der Diskussion über die Sauberkeit, die haben wir 2006, 2007 ohne Frage im Viertel geführt, die führen wir heute noch genauso. Im Alaunpark und ganz aktuell auch noch wieder beim neu gestalteten Scheunevorplatz. Bei der Diskussion über die Sicherheitslage in der Neustadt, die Diskussionen gab es 2006, 2007 auch, die gibt es auch heute noch. Damals haben wir sie vor allen Dingen beim Scheunevorplatz geführt, heute führen wir sie tendenziell sogar im gesamten Viertel. Wir haben sogar die Situation, dass es eine private Security inzwischen gibt. Genauso verhält es sich bei der Diskussion um den Lärm, über die haben wir 2006, 2007 diskutiert, diskutieren wir heute auch noch. Und auch bei der Aufenthaltsqualität hat sich nicht viel verändert. Insofern ist das Fazit zu ziehen, die damals beschlossene Polizeiverordnung hält keines der Versprechen, die die CDU 2007 gemacht hat. Trotzdem hat sie natürlich Auswirkungen gehabt. Sie hat zu einer Beschränkung der Bürgerinnen und Bürger in der Neustadt geführt, die sich Freitag und Samstag nach 10 nicht mehr frei aussuchen konnten, wo sie sich ihr Bier kaufen. Die hat die Menschen in der Neustadt unter den Generalverdacht gestellt, dass jeder, der sich abends ein Bier kauft, zur Verschmutzung, zum Lärm und zur Unsicherheit in diesem Stadtviertel beiträgt. Sie hat zu einer Ungleichbehandlung der Gewerbetreibenden geführt, dass Spätshops im Gegensatz zu dem Restaurant direkt daneben nach 22 Uhr am Freitag und Samstagabend eben das Bier nicht mehr verkaufen darf. Und sie hat auch dazu geführt, dass sie andere Problemlösungsansätze, die es für die genannten Themen vielleicht gibt, nicht wirklich befördert hat, weil ja immer gesagt wurde, wir haben ja das Alkoholverkaufsverbot, damit wird alles gut, gerade von ihrer Seite. Deswegen ist die Abschaffung der einzig richtige Weg, mit dieser Verordnung umzugehen. Und glauben Sie mir, genauso wenig wie aus der Neustadt durch die Verordnung der Himmel auf Erden geworden ist, genauso wenig wird aus der Neustadt jetzt die Hölle, wenn wir diese Verordnung abschaffen. Es wird sich nämlich in Bezug auf die anfangs von mir genannten Punkte nichts verschlechtern. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, die Probleme sind natürlich da und deswegen habe ich sie auch genannt, wie wir damit umgehen. Und da müssen wir natürlich über andere Maßnahmen nachdenken, wenn wir völlig gerechtfertigt zu dem Schluss kommen, dass die Polizeiverordnung daran nichts verbessert hat. Und genau deswegen haben Sie in dem vorliegenden Ersetzungsantrag auch nochmal den zweiten Beschlusspunkt mit der EinwohnerInnenversammlung. Denn wir brauchen unverzüglich dort neue Lösungsansätze. Denn die Probleme sind jetzt da, sie waren auch in der Vergangenheit da und wir wollen aber dafür sorgen, dass sie in Zukunft besser werden. Und wir wollen neben den Bürgerinnen und Bürgern bei dieser Einwohnerversammlung natürlich auch mit den wichtigen Akteuren im Stadtteil sprechen. Mit dem Ortsbeirat, mit dem Ortsamt, das Polizeirevier muss eingebunden werden, die Stadtteilrunde, soziokulturelle Initiativen, die im Stadtteil aktiv sind und selbstverständlich auch die Gewerbetreibenden, auch die betrifft das natürlich auch. Ziel ist dabei allerdings eben, funktionierende Maßnahmen zu entwickeln, um die genannten Probleme anzugehen. Das Alkoholverkaufsverbot war es augenscheinlich eben nicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass von diesem Stadtrat heute Abend ein Signal ausgeht,
dass wir Schluss machen mit konservativer Symbolpolitik und anfangen, die Probleme tatsächlich zu bearbeiten. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die Linke, Herr Engemeyer. Ja, der Herr Drews hat viele Dinge in der Einführung, schon viele richtige Dinge gesagt. Vor 9 Jahren wurde hier eine Beschränkung des Ausschanks alkoholischer Getränke in Glasflaschen in einem einzigen eng umfassten Teil eines Stadtteils, welche dann nur auch an 2 Tagen die Woche für ein paar Stunden galt, beschlossen. Das wurde damals tatsächlich als wahre Wunderwaffe gegen alle möglichen Probleme hochgelobt. Allein in 9 Jahren aussagekräftige Statistik, dass es irgendwas bewirkt hat. Fehlanzeige. Dass selbst dieses Verbot leicht umgehbar war, dass Leute dann eben den Kasten sich eher gekauft haben und dann halt auch zusahen, dass sie ihn noch leer bekommen an dem Abend. Und dergleichen Erscheinungen hat niemand bedacht. Naja, passiert halt. Wenn man ordnungspolitische Monstranzen bildet und Symbolpolitik betreibt. Und das war dieser Beschluss. Und man muss allerdings zugestehen, ihre Symbolpolitik hat da scheinbar auch zum Teil Gehör gefunden. Es gibt Personen, die annehmen, das Verbot hätte Positives bewirkt. Mit denen muss man ja auch ins Gespräch kommen und auf die Probleme, die sie darauf zurückführen, auf die Problemlösung, über die muss man sprechen. Und das wollen wir auch mit dem gemeinsamen Ersetzungsantrag, den wir eingebracht haben, in die Wege leiten. Wir wollen die Probleme lösen und eben nicht ein Symbol setzen und dann sagen, oh, jetzt ist alles gut. Und dann machen wir die Augen zu. So wird es mit uns nicht laufen. Dafür hat die Fraktion Die Linke frühzeitig das Gespräch mit Bürgern gesucht, hat eine Umfrage gemacht, hat die Diskussion angestoßen, die dann auch, an der sich viele beteiligten. Bei den Piraten fiel die Diskussion relativ schnell aus. Da haben wir dann nicht mehr so viel drüber geredet. Das ist noch ein sehr guter Punkt. In der Beratung der Ausschüsse wurde dann mir der Alkoholismus vorgeworfen. Es gibt ein paar Leute, die kennen mich hier. Ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. Trotzdem finde ich Ihre Polizeiverordnung da einfache Symbolpolitik. Das ist, aber Sie können natürlich gerne unsachlich werden und mir Alkoholismus unterschreiben. Machen Sie ruhig. Freiheitsbeschränkende Symbolpolitik. Da ist die Polizeiverordnung ein Beispiel in dieser Stadt. Wir werden in den nächsten Monaten auch die Diskussion führen müssen, ob die an anderen Punkten auch übers Ziel hinausgeschossen ist und Freiheit beschränken, ohne einen wirklichen Grund dafür zu haben oder wirklich irgendwelche positiven Dinge zu erreichen. Der gemeinsame Ersetzungsantrag hebt zumindest diesen einen Missstand auf, bringt eine Bürgerversammlung zur Problemlösung auf den Weg und wird da eine Besserung herbeiführen. Also bitte stimmen Sie mit, geben Sie auch den Neustädtern die Freiheit zurück, selbstverantwortlich damit umzugehen und folgen Sie vor allem auch dem Ortsbeirat Neustadt, der mit einem überwältigenden Votum, Frau Arnert würde sagen einstimmig, ich würde die 2 Enthaltungen nicht unterschlagen, aber überwiegend 15 Zustimmung, 2 Enthaltungen nach Frau Arnerts Zählung einstimmig beschlossen hat, diese Polizeiverordnung aufzuheben. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir nun diesen gemeinsamen Antrag der Kooperation vorlegen. Sie wissen, es handelt sich hier um die Einlösung eines Wahlversprechens. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass im Jahre 2014 alle Parteien, die jetzt diesen Antrag stellen, dafür geworben haben. Und ich freue mich sehr. Sage ich einfach mal, ich freue mich sehr, weil ich sage Ihnen auch,
ich sage Ihnen auch, Vincent Reves hat davon angehört, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Und ich sage Ihnen mal, es wird Sie vielleicht wundern oder ärgern, aber ich weiß, dass diese Debatte damals 2006 und 2007 viele Neustädterinnen und Neustädter wirklich geärgert hat und sie es als Diskriminierung empfunden haben. Und man hat damals, Vincent Reves hat zu Recht gesagt, es handelt sich um ein schlechtes Stück konservative Symbolpolitik. Und ich möchte erinnern an einen anderen Teil dieser schlechten konservativen Symbolpolitik, nämlich die Videokamera an der Scheune. Die hing dort auch 10 Jahre. Sie hat nichts gebracht, sie hat teuer Geld gekostet. Und die Polizeidirektorin Dresden hat jetzt in diesem Frühjahr gesagt, wir bauen das Teil ab, weil es bringt nichts, wir brauchen das nicht. Und im Übrigen belastet es auch unseren Etat, so ein Ding zu betreiben, ist nämlich alles andere als billig. Aber ich weiß, es gab hier in den letzten Wochen und Monaten einige Irritationen. Uns ist auch bekannt als Einreicher, beispielsweise den Brief, den der Gewerbeverein gestern nochmal rumgeschickt hat. Ich fand dann manche Formulierungen so in dem Sinne, Sie wollen doch nicht die positive Entwicklung der Neustadt gefährden. Die fand ich jetzt doch etwas, ich sag's mal so, etwas zu hoch gegriffen. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Debatten, die sich hier auf unglückliche Weise kreuzen. Darauf möchte ich hinweisen. Wir haben eine Verunsicherung vieler Bürgerinnen und Bürger in der Neustadt. Wir haben einen berechtigten Ärger über Lärm in den Nachtstunden. Wir haben einen berechtigten Ärger über Verschmutzung. Die Scheune wurde jetzt genannt, der neue Scheunevorplatz. Ich bin froh, dass wir ihn endlich haben, dass wir mehr öffentliche Fläche haben. Dafür haben wir auch 2007 gekämpft. Und ich finde es auch schade, dass das immer so etwas abgewertet wird. Das ist eine positive Entwicklung, wie es viele positive Entwicklungen in der Neustadt gibt. Aber es gibt diese Unzuträglichkeiten, es gibt die berechtigten Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Was machen wir dort? Und genau darauf reagieren wir. Wir reagieren aber gerade nicht so vordergründig, wie es die konservative Seite des Hauses immer so gerne tut, sondern wir versuchen uns den Problemen wirklich zu widmen. Und da ist einfach dieses Alkoholabgabeverbot freitags ab 22 Uhr ist einfach dessen eine Marginalie. Ich frage Sie mal allen Ernstes, und wenn Sie sich zu Hause, wenn diese Debatte vorbei ist, mal im Spiegel angucken, dann stellen Sie sich mal die folgende Frage. Glauben Sie allen Ernstes, dass die Flaschen, die Sie vielleicht am Scheuneplatz ärgert oder die Sie zerdeppert auf der Straße finden, was keinem gefällt, glauben Sie, dass diese Flasche freitags um 22.30 Uhr gekauft worden ist aus dem Spätshop oder nicht? Glauben Sie das allen Ernstes? Das ist doch eine Marginalie, die wirklich an den zentralen Problemen vorbeigeht. Deswegen haben wir sehr bewusst diese Bürgerversammlung auch Vorschläge aufgreifend, die aus dem politischen Raum gekommen sind, sehr stark vertreten sind, jetzt ausdrücklich nochmal eingenommen. Aber wir spitzen sie zu auf die zentralen Fragen. Und die Zentralfrage ist nicht nach 22 Uhr ja oder nein oder wo oder warum oder weshalb, sondern Lärm, Aufenthaltsqualität, Ordnung und Sicherheit, Sicherheitsgefühl. Und ich denke, wir haben dort den richtigen Ansatz. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal was sagen. Ich finde es immer sehr, sehr schade, dass die Neustadt immer so als ein Problemstadtteil dargestellt wird. Wir sind stolz auf die Neustadt, wir sind sehr froh, dass es sie gibt. Wir wohnen dort sehr gerne und wir wehren uns einfach gegen dass da immer so ein Schmuddel-Image auch in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Es gibt ganz viele positive Entwicklungen in der Neustadt, gerade auch für diese Probleme. Und das möchte ich jetzt an der Stelle auch mal sagen. Es ist Herrn Barth zu verdanken, dass wir diese Initiative zur Reinigung des Alaunparks haben. Und es war Rot-Grün-Rot. Es war Rot-Grün-Rot, was gegen den Entwurf der Verwaltung Herrn Barth diese 40.000 Euro extra nochmal zugewiesen hat, damit dieses schöne Projekt weitergehen kann im Alaunpark. Das sind konkrete Maßnahmen, die was bringen und die setzen wir um. Es gibt diese super Initiative Nette Toilette, wo er mit Gewerbetreibenden, mit Kneipern, mit Ladeninhabern gesprochen hat. Bist du nicht bereit, sage ich mal, Gäste, die hier vorbeigehen, die mal müssen, mal draufzulassen? Und jetzt gibt es diese Button, eine super kreative Initiative, die der Neustadt angemessen ist. Oder ich freue mich sehr über diesen Stadtgarten, der jetzt am Sonnabend eröffnet worden ist. Wer da war, weiß es. Es war ein Riesenerfolg. Die Kinder haben sich gefreut, die Familien sind gekommen. Alle freuen sich, dass wir jetzt diesen Punkt, ich sage es mal so, der Schönheit, der Ordnung dort haben. Und ich glaube, dass der auch auf den gesamten Alaunpark eine positive Wirkung haben wird. Und das sind die Themen, wie wir wirklich die Probleme lösen und nicht mit einer konservativen Symbolpolitik, wir machen mal da ein Verbot, was nichts bringt. Deswegen ein sehr guter Tag. Vielen Dank. Als nächstes FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Professor Gebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es ist eigentlich eine liberale Herzensangelegenheit, hier etwas zu tun, was der Freiheit dient. Die aktuelle Verordnung, die wir hier sehen, ist eine Einschränkung der Gewerbetreibenden. Und es ist schon schön zu sehen, dass hier auch jetzt auf der linken Seite ein gewisses Verständnis für die Gewerbetreibenden auftritt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Verständnis auch 2-3 Stunden vorher schon mal vielleicht gehabt hätten. Es ist ja einiges passiert heute. Sie haben uns ja auch geholfen. Herr Zastrow hat schon Danke gesagt. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Beim Thema Sonntagsöffnung hätte man noch etwas mehr tun können. Ich kann aber auch hier die Kollegen auf der bürgerlichen Seite verstehen, die Kritik an dem Antrag üben. Es ist sicherlich kein glanzlicht deutscher Leitkultur, mit einer Bierflasche in der Hand am Abend am Bordstein stehend das Dresdner Nachtleben zu genießen. Es gibt aber Menschen in Neustadt, denen das gefällt. Es gibt Menschen, die daran Spaß haben. Und ich denke auch, als freie und offene Stadt sollten wir eben anerkennen, dass Leute das gerne machen möchten, dass sie das tun möchten. Es ist eben wirklich ein Zeichen auch für ein offenes und für ein freies Dresden. Und wir als Liberale, als FDP Freie Bürger werden insofern den Antrag und besonders auch den Ersetzungsantrag unterstützen, weil wir es eben auch gut finden, dass speziell die Bürger nochmal angehört werden. Ich denke, das ist ein guter Weg und Sie haben auf jeden Fall unsere Unterstützung. Dankeschön. Wird AfD das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur CDU-Fraktion. Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon etwas putzig, welche Allianz sich jetzt hier abzeichnet, heute Abend zum letzten Tagesordnungspunkt. Vielleicht liegt sie aber auch am Thema. Oder an der Uhrzeit, vielleicht auch das. Jawohl. Also am schlimmsten fand ich eigentlich, das muss ich immer so sagen, die Rede von Herrn Drews. Was hier geäußert wurde an Thesen, das ist schon irgendwo kaum zu ertragen gewesen aus meiner Sicht, weil hier etwas so hingestellt wurde, Herr Drews, das muss ich wirklich mal sagen, als hätte diese Verordnung nichts gebracht. Und Sie haben aber gesagt, man kann es hier nicht beweisen. Nein, es geht ja darum, dass Dinge, die nicht stattgefunden haben, weil es diese Verordnung gibt, dann nicht mehr zutage getreten sind. Und diesen Punkt, ja, wir hatten vor dem Inkrafttreten der Verordnung tatsächlich im Bereich des Scheunevorplatzes die Situation, dass es immer wieder zu Ausschreitungen gekommen ist. Wir hatten das Problem, dass es immer wieder Vorfälle gab in der Neustadt und das ist signifikant zurückgegangen, nachdem die Verordnung in Kraft getreten ist, gerade an Wochenenden, wo halt das Vergnügungspotenzial der Gäste in der Neustadt doch erheblich größer ist als in der Woche. Und da können Sie sich hier nicht allen Ernstes hinstellen auf der linken Stadtratsseite und diese Verordnung so in Zweifel ziehen, wie Sie es hier gemacht haben. Denn Sie verunglimpfen damit alle die Neustädter Bürger, die auch am Wochenende ein Anrecht haben darauf, dass es im Stadtteil geordnet und gesittet zugeht, gerade auch in der Nacht. Und die Probleme hatten wir vorher, die sind signifikant zurückgegangen. Und ich wehre mich hier ganz entschieden gegen die Darstellungen, die hier gekommen sind, auch von Ihnen, von Herrn Engemeyer, dass diese ganze Verordnung nur Schall und Rauch gewesen ist. So ist es nicht. Und deshalb sind wir auch ganz eindeutig dafür. Und ich bitte dann auch nochmal die Verwaltung um eine Stellungnahme zum Thema diese Verordnung beizubehalten, denn aus unserer Sicht hat sie sich klar und eindeutig bewährt. Und worüber reden wir denn hier? Wir reden über die Beschränkung des Alkoholausschankverbotes an Wochenenden ab Freitag 22 Uhr bis Sonntag früh, glaube ich, um 3 Uhr. Jedenfalls, dass es halt in den Nachtstunden vom Freitag zum Samstag und in den Nachtstunden vom Samstag zum Sonntag in der Neustadt keinen Alkohol im Straßenverkauf geben soll nach 22 Uhr. Es geht also um eine relativ geringfügige Beschränkung dessen, was man sozusagen in anderen Stadtteilen machen kann, den Erwerb von Alkohol dann über Spätshops und so weiter und so fort, weil wir eben in der Neustadt ein dicht besiedeltes Gebiet haben mit entsprechenden Problemen, die dann aufgetreten sind. Und Sie stellen sich hier hin und negieren das alles. So kann es nicht sein. Und jetzt möchte ich dann auch noch mal auf ein paar Dinge eingehen, die hier tatsächlich mal zu nennen sind.
Es hat genau ein Spätshop geschlossen seit Inkrafttreten dieser Verordnung. Ein einziger im gesamten Stadtgebiet der äußeren Neustadt. Und der hat nicht wegen wirtschaftlichen Gründen aufgegeben, weil er in diesen wenigen Stunden an Wochenenden keinen Alkohol mehr verkaufen konnte, sondern da gab es halt tatsächlich Streitigkeiten und Umständlichkeiten mit dem Vermieter. Alle anderen Spätshops, die gibt es nach wie vor und keiner ist hier daran zugrunde gegangen, in diesen wenigen Stunden keinen Alkohol mehr zu verkaufen. Zur FDP möchte ich sagen, eine sehr schöne symbolische Aktion am Wochenende, die Sie geplant hatten mit Ihrer Jugendorganisation, die dann eben doch nicht stattgefunden hat. Ich hatte mich so darauf gefreut, dort am Assi-Eck Freibier zu genießen und musste dann hinterher feststellen, nichts war es, es gab nichts. Aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ein größeres Armutszeugnis können Sie sich doch nicht selber ausstellen. Also, es tut mir herzlich leid. Was gibt es hier tatsächlich für Gründe, Ihren Antrag zu unterstützen? Keinen einzigen. Lassen Sie doch die Dinge so, wie sie sich bewährt haben. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Ausschreitungen, zwischen auch kriminellen Handlungen, nicht mit Überfällen, was Herr Lichti in der Zeitung geäußert hat, aber mit entsprechenden Vorkommnissen in der Neustadt und dem Alkoholausschankverbot beziehungsweise dem Alkoholausschank, der dann auftritt. Und diese entsprechenden Zusammenhänge, die, glaube ich, können Sie auch nicht in Abrede stellen, denn natürlich wirkt Alkohol enthemmend, wenn man ihn genießt. Und gerade in größeren Gruppen ist es dann so und in der Öffentlichkeit ist doch die Hemmschwelle dann geringer. Wir wollen in der Neustadt eben auch am Wochenende in den Nachtstunden dann irgendwann mal... Ja, ich komme zum Schluss. Die Nachtruhe genießen und wir sehen das gefährdet, wenn das Alkoholausschankverbot wieder aufgehoben wird. Zunächst vielen Dank. Also ich bin begeistert, dass bei diesem Thema jeder hier mehr als 5 Minuten reden muss. Ich habe jetzt die Bitte, dass nochmal die Verwaltung Stellung nimmt. Das wird der Kollege Sittel machen. Und dann habe ich eine Wortmeldung, Herr Schulte-Wissermann, dass wir vielleicht mit dem Schlusswort verbinden können, um dann irgendwann auch für heute das abzubinden. Können Sie sich einigen, wer es macht? Das können wir irgendwann mal. Ist eigentlich jeder ist klar, was wir abstimmen will. Wir können das noch endlos rausziehen. Bitte schön. Da ja nach einer bekannten Definition Realität eine Illusion ist, die durch Alkoholmangel verursacht wird, sehe ich es natürlich als zwingend erforderlich, diese schändliche Prohibitionsverordnung aufzuheben, damit bitte schön ja keiner in der Realität ankommt. Das finde ich dann doch für die Neustadt sehr schade, weil es natürlich die Besonderheiten aus diesem Stadtteil herausnimmt. Aber mal ernsthaft, es ist natürlich völlig legitim, einen solchen Antrag zu stellen, eine Polizeiverordnung, bevor sie aufläuft, auch aufzuheben. Aus Sicht der Verwaltung, das habe ich auch im Ausschuss gemacht, halte ich es allerdings für ein wenig schwierig, diese Verknüpfung zwischen der Aufhebung und der Beteiligung der Bürger so zu machen, wie es jetzt hier beschlossen werden soll. Punkt 1. Punkt 2 ist, ob tatsächlich eine Einwohnerversammlung der richtige Rahmen ist oder ob es, und Herr Lichti, da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie die vielfältigen Aktivitäten von Herrn Barth dort gewürdigt haben, ob es nicht sinnvoller ist, ein durch Herrn Barth moderiertes Gespräch zu machen, weil es nun mal auch klar ist, dass es aus beiden Richtungen Meinungen gibt. Die beiden Umfragen, die durchgeführt worden sind vom Kultur- und Gewerbeverein auf der einen Seite, von der Fraktion Die Linke auf der anderen Seite, zeigen ja, dass es ein Meinungsspektrum gibt. Es ist ganz klar, dass aus Sicht der Ordnungsbehörde und das zuständige Polizeirevier hat das auch untersetzt, dass wir der Auffassung sind, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass der Verkauf in sogenannten Spätshops, die ja Gewerbe- bzw. gaststättenrechtlich eigentlich Gaststätten sind, die eben nur Getränke über die Straße verkaufen, dass dies eine der möglichen Ursachen dafür sein kann, für Probleme in den bekannten Ordnungsstörungen an der Stelle. Es ist hinreichend deutlich gemacht worden, es gibt weitere Probleme, die zu lösen sind, da spricht auch nichts dagegen. Ich gebe nur eins zu bedenken, mit dieser Polizeiverordnung gibt es ein Instrument weniger, mit dem man zumindest mal ansatzweise an bestimmten Brennpunkten zu den Zeiten, wo es ist, auch vollzugsmäßig tätig zu werden. Wir werden das natürlich zur Kenntnis nehmen, wenn das die Mehrheit des Stadtrates nicht wünscht an der Stelle.
Ich glaube aber schon, dass hier auch ein wenig die Diskussion etwas überhöht wird. Insofern bin ich etwas verwundert, warum man sie denn nicht einfach aufhebt an der Stelle und aus die Maus. Ansonsten würde ich die Anregung aufgreifen in die Formulierung, ich hatte es gesagt, zur Einwohnerversammlung etwas mehr Spielraum zu geben, weil es in der Tat so ist, dass es eine ganze Menge sowohl von Hauseigentümern als auch von älteren Menschen gibt, die sich völlig zu Recht regelmäßig beim Ortsamt, beim Ordnungsamt und der Polizei über bestimmte Dinge zu beschweren. Und die Alkoholisierung von ansonsten tagsüber vernünftigen Menschen ist eines der wesentlichen Dinge, was zu diesen Problemen auch führt. Und ich glaube, wer mit einigermaßen offenen Augen durch die Neustadt geht, nimmt das auch entsprechend wahr. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich sehr gerne dem Eindruck entgegentreten möchte, der hier heute wieder und auch vorher schon mehrfach geäußert worden ist, die Stadt habe irgendetwas gegen die Neustadt. Das ist definitiv nicht der Fall. Der spezifische Flair, der dort herrscht, ist etwas, was von der Stadt anerkannt ist. Es heißt aber nicht, und ich glaube, da haben wir auch einen Konsens, Saufen und die Hinterlassenschaften dann in fremden Hauseingängen zu platzieren, ist nicht unbedingt etwas, was diesen Flair auch ausmacht. So, wer macht Schlusswort? Herr Schulte-Wissemann oder Frau Muth? Mir egal, dann Frau Muth. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, viele Dinge, also vor allen Dingen die Verordnung selber, ist schon zitiert worden. Das heißt, ich kann meinen Vortrag so zusammenkürzen, dass es die Zeit wahrscheinlich lange unterschreitet. Ich möchte gerne noch auf einen Aspekt hinweisen oder aufmerksam machen, denn wir entscheiden zwar heute über eine Verordnung und über eine Einwohnerbeteiligung, aber eigentlich reden wir gerade darüber, wie wir im öffentlichen Raum miteinander umgehen und wie wir mit öffentlichem Raum umgehen. Ich halte die Frage für sehr berechtigt, die immer wieder auch gestellt wurde. Hallo, gibt es keine wichtigeren Probleme im Moment, über die wir reden sollten? Ich sehe das ganz genauso. Es gibt wichtigere Probleme als Alkohol, über die wir gerade sprechen sollten. Aber es geht hier eben nicht nur um Alkohol, sondern es geht hier um den öffentlichen Raum und wie wir in diesem öffentlichen Raum uns verhalten wollen, welche Grenzen wir uns gegenseitig setzen, wie tolerant wir miteinander umgehen. Man muss feststellen, dass der öffentliche Raum bereits vielfältig überwacht, kontrolliert, privatisiert, dezimiert, durch zahlreiche Gesetze und eine allgemeine Polizeiverordnung reguliert wird. Und im Vergleich zu all diesen, Kontrollmechanismen, die teilweise sehr, weit reichend sind, ist diese Verordnung eine wirklich sehr kleinteilige. Sie bezieht sich nur auf eine einzige kleine Sache, nämlich den Verkauf an 2 Tagen in der Woche in 5 Stunden. Das heißt, diese Verordnung ist eigentlich keine wirkliche Verordnung. Also es ist, wenn, dann ist es einfach nur eine Art, wie ein extra Paragraph von einer großen Verordnung. Aber es ist eben eine eigene Verordnung. Der Effekt, seit 8 Jahren gibt es die Verordnung, der Effekt ist nicht mal nachweisbar, statistisch oder mit einer Datenlage. An dieser Stelle stellt sich eben die Frage, ja gut, wenn die Verordnung keine Rolle spielt, warum brauchen wir die dann? Ich finde allerdings die Frage, also die Entscheidung, die wir heute treffen, Verordnung ja, Verordnung nein, finde ich gar nicht so entscheidend oder so. Für mich persönlich ist sie nicht so wichtig. Ich selber finde diesen Aspekt, empfinde ich als untergeordnet. Wichtiger finde ich die Frage nach der Einwohnerversammlung, weil nämlich bei dieser Einwohnerversammlung auch viele andere Fragen zur Sprache kommen werden, die nämlich am Rande in den letzten Wochen bei dem Thema besprochen wurden. Und das sind nämlich Fragen, wie gehen wir im öffentlichen Raum miteinander um? Wie weit sind wir bereit, tolerant miteinander zu sein? Wo setzen wir Grenzen, weil einfach die Toleranz vielleicht gar nicht mehr so weit reichen kann oder will? Das sind die eigentlich wichtigen Fragen. Und an dieser Stelle wünsche ich mir sehr, dass die Einwohner sich an dieser Beteiligungsmaßnahme, also an dieser Einwohnerversammlung beteiligen. Ich wünsche mir sehr, dass die Stadt hier umfangreich informiert, die Bürger darüber informiert, was den Sachverhalt eben ausmacht, dass die Bürger sich beteiligen, dass sie ihre Wünsche, auch vor allen Dingen ihre unterschiedlichen Interessenfelder berücksichtigend einbringen und dass dann die Stadt auch hier umfänglich berät, damit wir auf dieser Grundlage gemeinsam komplexere Lösungen finden können als die einfache Frage, die einfache Antwort auf die Frage Alkoholverordnung ja, nein. Dankeschön. Damit schreiten wir zur Abstimmung. Wir haben einen interfraktionellen Ersatz. Nein, sie hatte das Schlusswort. Da haben Sie auch gezeigt, da vorne jetzt Schluss. Jetzt ist Schluss. Schlusswort war Schlusswort und jetzt ist vorbei. Es ist 10:15. Jetzt ist endlich bei mir aber auch der Spaß vorbei.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem interfraktionellen Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung. Der Ersetzungsantrag ist mit 40 Ja-Stimmen bei 25 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. So, jetzt können Sie noch Erklärung abgeben. Genau, also Herr Hilbert, ich rüge gerade Ihr Verhalten. Das Schlusswort zu einem Antrag kann natürlich ein Einreicher zu einem Antrag halten. Das wäre Herr Schulte-Wissermann gewesen. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag zum Ende der Rednerliste. Der kann auch abgestimmt werden, wenn Sie schnell ins Bett wollen. Aber es geht nicht, dass Sie vorn vom Pult einfach Stadträte daran hindern, Ihre Wortbeiträge hier zum Besten zu geben. Vielen Dank. Also, um das fürs Protokoll festzuhalten, weil ich jetzt langsam krantig wäre, Herr Engelmeier. Ich habe gefragt, wer macht das Schlusswort, Herr Schulte-Wissermann oder Frau Muth? Er zeigte nach vorne und damit habe ich das Schlusswort mit Frau Muth zugelassen. Und dann fangen wir nicht an, darüber zu debattieren danach. Und damit darf ich Sie in den wohlverdienten Feierabend entlassen und bedanke mich. Das war das letzte Mal, dass wir außerhalb des Rathauses getagt haben. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder drüben im Plenarsaal zu Gast und freuen uns auf die Rückkehr in unsere Räumlichkeiten.